In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Wer häufig umknickt oder wer zum Beispiel sogar einen Riss am Außenband hatte, bei dem wird nicht selten auch ein Knorpelschaden am Sprunggelenk diagnostiziert. Unbehandelt kann das unschöne Folgen haben. Mehr dazu erfahren Sie jetzt bei uns in ATV Gesundheit und zwar vom Chefarzt der Klinik für Sportorthopädie und arthroskopische Chirurgie an den Hessing-Kliniken, Professor Stefan Vogt. Hallo, grüß Sie. Hallo, Klugheit. Ja, zunächst mal zum Sprunggelenk. Wie ist denn das eigentlich aufgebaut und welche Aufgabe hat dieses Sprunggelenk und der Knorpel darin? Ihr Sprunggelenk besteht aus zwei Teilen, einem oberen und einem unteren. Das, was der Volksmund als Sprunggelenk versteht, ist in der Regel so die Funktion des oberen Sprunggelenkes, das Abrollen des Fußes, also die Verbindung zwischen Schienbein und Fuß. Sie haben so ein Bild mitgebracht, da kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen. Kann man so da reingucken? Ja, ist ein anatomisches Bild. Hier kommt das Bein runter und hier geht der Fuß Schienbein lang. Das ist das Sprungbein und hier ist eigentlich das obere Sprunggelenk, was der Volksmund als Sprunggelenk versteht. Und man sieht dann hier auch die Bandstruktur an der Seite also, zur Stabilität. Genau, anheben, senken kann. Spitzfuß machen, also dass man Balletttänzerin sein kann und so. Genau. Was für eine Besonderheit gibt es bei diesem Sprunggelenk? Warum ist das so anfällig? Ist es dünner oder ist es kleiner oder ist der Knorpel geringer? Der Knorpel ist anders aufgebaut als in anderen Gelenken. Der ist viel dünner als zum Beispiel im Kniegelenk. Ganz, ganz viel dünner und wenn ein Knorpelschaden passiert, häufig in einer Kombination mit einem Knochenschaden. Das heißt, der Knorpelschaden ist seltener isoliert wie beim Knie, sondern häufiger mit einer Kombination mit einem Schaden auch des Knochens darunter. Und das ändert zum Teil teilweise schon die Therapie. Obwohl der ja noch mehr aushalten muss als jetzt das Knie, weil der noch mal drunter ist und jetzt unser gesamtes Gewicht beim Springen, beim Joggen. Komme ich ja mit dem Fuß auf und gebe ich ja noch mal mehr drauf. Denkt man so ein bisschen. Aber gerade am Knie zum Beispiel, in der Kniescheibe, hat man über Hebelwirkung viel größere Kräfte als am Sprunggelenk. Und das gab so Studien auch an Tieren, wo man geguckt hat, so mehr Belastung, umso dicker der Knorpel. Und da ist schon ein bisschen was dran halt. Das Sprunggelenk ist einmal sehr gut geführt und von der Belastung des Knorpels gar nicht so hoch, wie man denkt. Und deswegen ist der auch ein bisschen dünner sehr wahrscheinlich. Hat die Evolution das so gemacht. Mhm. Jetzt geht es ums Umknicken ja auch in gewisser Weise. Hat jeder schon mal erlebt. Man läuft in der Wiese, auf einmal macht es knack weg. Genau. Manchmal kann man es nur auffangen, manchmal nicht so ganz. Dann tut es eine Weile weh, wird dick. Genau. Dann muss man ein bisschen warten, dann geht es auch wieder weg. Wenn es zu häufig passiert, ist das, also wenn es mal passiert, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Kommt drauf an halt. Ne? Also jemand, der ein stabiles Sprunggelenk hat, der einigermaßen gut trainiert ist, der knickt eigentlich nur dann um, wenn es wirklich zu einer massiven Gewalteinwirkung kommt halt. Loch getreten, irgendwie nicht drauf geachtet halt. Und dann treten meistens auch schwere Schäden auf halt. Aber es gibt auch denjenigen, der immer mal wieder umknickt. Alle paar Monate vielleicht mal und dann so leichte Umknickverletzungen hat und damit ganz gut zurechtkommt. Trotzdem, dieses wiederholende Umknicken ist nicht gut. Es ist nicht gut für die Bandstruktur und es ist nicht gut für den Knorpel halt. Und es können sich dann Folgeschäden entwickeln. Das heißt, dieses dauernde Umknicken sorgt dann dafür, dass irgendwas mehr ausleiert. Also die Bänder werden lockerer. Ja. Und das führt dann, also in der Folge, je öfter man umknickt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch häufiger umknickt. Genau. Das ist genau das Problem halt. Gerade wenn man das erste Umknicken, was vielleicht bei einem heftigen Unfall passiert ist, nicht richtig therapiert, kann es sein, dass es in der Folge halt bleibend instabil ist, das Gelenk. Und man immer wieder auch bei Kleinigkeiten umknickt halt. Jetzt kann man das schon behandeln oder behandelt man das erst, wenn der Knorpel auch mitgeschädigt ist? Nee, eigentlich sollte man schon das erste Umknicken, was heftiger ist, behandeln halt über eine Ruhigstellung, über Schonung halt, auch über eine seitliche Führung. Das Ziel ist dabei immer, die Bandstrukturen, die gerissen sind, sollen wieder heilen. Die sollen vernarben und die sollen eng vernarben und nicht verlängert vernarben, sodass das Gelenk wieder stabil ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist in der Folge dann, wenn der Fuß wieder belastbar ist, dass man Koordinationsübungen macht, dass man Physiotherapie macht, damit der Kopf auch wieder die ganze Koordination hinbekommt, weil eine reine Strukturstabilität reicht nicht auf Dauer, auch im Alltag bestehen zu können. Also wenn der Kopf das nicht kompensieren kann, kann es wieder passieren. Und da ist ja das Band schon gerissen. Da ist ja klar, dass man da was machen muss. Aber wenn es jetzt nicht gerissen ist, aber trotzdem dick. Ja, wenn es dick ist, ist das Band gerissen. Da kann man von ausgehen. Ach so. Also wenn es dick ist, ist immer ein Zeichen für Einblutung, für von einem Riss von Gewebe halt. Und wenn der Fuß nach dem Umknicken dick wird, kann man sicher von ausgehen, dass da irgendwas gerissen ist halt. Ich habe das auch mal unbemerkt, weil ich kenne auch andere, da wurde es mal dick und dann wurde es aber wieder besser. Und dann ja, wie gesagt, also es kann auch mal spontan verheilen, aber in der Regel ist schon was am Band dran halt. Und
Manche haben vielleicht dann sehr stabiles Schuhwerk getragen halt und das ist dann gut folgenlos ausgeheilt. Das gibt es schon, aber es kann genau das Gegenteil auch passieren, dass es eben nicht folgenlos ausheilt. Was ist denn so die Erstmaßnahme, wenn man jetzt umgeknickt ist und Fuß wird dick, man liegt auf der Wiese beim Fußballspielen zum Beispiel? Ja. Was soll man da machen? Ganz klar, keine weitere Belastung. Den Fuß hochlegen, kühlen, Ruhe halt. Das Ziel ist, dass sich diese Einblutung, die stattfindet, die auch zum Teil nicht unwichtig ist für die Heilung, die soll aber nicht zu stark werden, dass der Fuß nicht zu dick wird halt, weil es dann wieder die Heilung stören kann halt. Mhm. Also hochlagern, kühlen, Ruhe ist eigentlich so die goldene Regel nach einem Umknicktrauma erstmal. Und dann irgendwann mal zum Arzt gehen, humpeln. Genau, da muss man sich natürlich, wenn das erste Mal passiert ist und sehr heftig ist, sehr dick wird der Fuß, dann sollte man eigentlich gleich zum Arzt gehen. Man muss auch mal ausschließen, es kann mal was gebrochen sein halt. Es kann auch eine komplexere Bandverletzung also aufgetreten sein. Also kann man auch zum Beispiel in die Notaufnahme bei der Hessen zum Beispiel gehen. Und genau, oder das wäre so der typische KVB-Praxis oder ins Klinikum. Das ist die typische Verletzung, die wir auch sehen in der Notfallambulanz. Also am Wochenende umgeknickt, ja doch, durchaus. Ja. Wenn das natürlich immer wieder passiert halt und gewohnheitsmäßig passiert, dann ist es nichts für die Notaufnahme halt, dann ist es eher was für schon den Sportarzt, der sich das anguckt halt, das kann man aber in einem regulären Termin dann untersuchen. Wie viel Zeit sollte ich lassen zwischen Arzt und was gerade passiert? Ja, wie gesagt, wenn es heftiger ist, dann sollte man das schon in den nächsten Stunden abklären lassen halt, weil immer auch ein Bruch dahinter stehen kann mal oder eine schwerere Bandverletzung halt. Ja. Wie kommt es denn jetzt, vielleicht schauen wir das nächste Bild mal an, damit wir den Knorpel noch ein bisschen sehen. Wie kommt es denn jetzt zu diesen Knorpelschäden? Also hier ist ja wieder das Sprunggelenk, glaube ich. Ne? Das ist das Sprunggelenk. Man sieht hier auch mal ganz schön, das weiß ist der Knorpel, wie dünn der eigentlich ist halt. Und das sehen wir in dem nächsten Bild vielleicht noch. Da kann man das sich ganz gut vorstellen. Das ist ein Röntgenbild einer sogenannten gehaltenen Aufnahme, die heutzutage eigentlich noch bei diesen chronischen Verletzungen durchgeführt wird. Im akuten Fall macht man es nicht mehr, weil es einfach zu weh tut halt. Da müssen Sie nur ein bisschen helfen, wo wir gerade sind. Genau. Das ist das Schienbein, was man hier sieht, und das ist der Sprunggelenksknochen. Und hier ist der Fuß? Das eigentliche Gelenk. Und man sieht, wie schräg diese Gelenkfläche steht halt. Die müsste normalerweise so stehen. Und man sieht, wie das Sprunggelenk außen aufgeht halt. Und das ist ein Zeichen ist für eine Insuffizienz, also für einen Schaden an den Außenbändern halt. Und man kann sich auch hier vorstellen, dass der Knorpel, der auf dieser Seite liegt, stark belastet wird halt. Also da, wo es eng wird, wird der Knorpel richtig eingequetscht in so einer Presse und erleidet Schaden halt. Heißt, da kommt es dann auch zwangsläufig zum Knorpelschaden, wenn das Band kaputt ist? Muss nicht sein, aber ist gar nicht so selten halt. Genau. Also es kommt immer zu einem Anprall und bei manchen halt ja ohne Folgen aus und bei manchen verbleibt der Schaden halt. Kann man als Patient oder wenn ich da mal Probleme hatte, später spüre ich die Arthrose, habe ich dann irgendwie Schmerzen da im Sprunggelenk, die ich nicht genau zuordnen kann? Ja, interessanterweise tut der Knorpelschaden, wenn der auftritt, anfangs gar nicht so weh. Die Patienten merken mehr die verbleibende Instabilität, dass der Fuß immer wieder weggeht, vielleicht das Gelenk mal ein bisschen dick wird. Aber über die Jahre, wenn sich der Knorpelschaden vergrößert, kann dann irgendwann auch der Knorpelschaden allein die Probleme machen. Typischerweise mit Schwellungen, ohne Unfall im Gelenk und Schmerzen halt bei Belastung halt. Und die Folge kann irgendwann auch mal eine Arthrose sein, also der Verschleiß des Gelenkes. Sprich, man geht zum Arzt, lässt es mal abklären, genau. Macht ein Röntgen, auch ein MRT oder reicht schon das Röntgen aus? Also das Erste an der Untersuchung ist für mich immer die Sonografie halt, die Ultraschall, weil der sofort verfügbar ist, keine Strahlenbelastung, da kann man schon sehr viel rausfinden halt. In der Regel mache ich aber dann schon ein Röntgenbild, nicht so wie hier eine gehaltene Aufnahme, sondern ein klassisches Röntgenbild ohne Stress für den Patienten, wo ich die Knochenstruktur sehen kann, um Frakturen auszuschließen halt. Und wenn dann aus der Untersuchung und dieser Bildgebung nicht ausreichend Sicherheit erzielt ist, kommt es zum MRT, zur Kernspinnuntersuchung. Kann man besser den Knorpel untersuchen, beschreiben halt und die Bandstrukturen dann auch nochmal. Gibt es da verschiedene Stadien, in die man das klassifiziert? Wie schwer der Knorpelschaden ist? Ja, erstmal natürlich nach der Größe halt, dann an der Stelle, wo er ist, ob er mehr innen oder mehr außen liegt. Und dann gibt es Klassifikationen, die vor allem den Schaden des Knochens beschreiben halt. Und das kann sein, dass der Knorpel einfach nur ein bisschen eingedrückt ist oder auch sich mit Knochen löst und dann irgendwann im Gelenk blockiert halt. Und das macht dann blockadeartige Phänomene, die der Patient sehr unangenehm empfindet. Jetzt kann unser Körper ja Unglaubliches, er kann sich selbst heilen an allen möglichen Stellen. Wie ist das beim Knorpel? Besteht da auch die Möglichkeit, dass er da irgendwie versucht, das wieder hinzukriegen? Ja, kann er nicht, meistens nicht ganz so gut, weil Knorpel per se nicht selbst heilen kann. Also Knorpel muss man unterstützen halt. Man braucht Blut dafür und das Blut kommt meistens aus dem Knochen halt, weil im Blut sind Stammzellen und Stammzellen können neuen Knorpel bilden halt. Knorpel kann das leider nicht. Wenn Knorpel Schaden erleidet, heilt er nicht selber. Das ist das Problem dabei. Was kann man denn jetzt zum Beispiel, kommen wir mal zur Therapie, was ist denn konservativ möglich, also ohne eine Operation?
Also konservativ ist erstmal natürlich die Bandheilung möglich halt, ne? Dass man über bestimmte Orthesen halt das Sprunggelenk so stabilisiert, dass das Band optimal heilen kann halt. Bezüglich des Knorpels muss man gucken, wie groß ist der Schaden und wie viele Symptome macht er. Und da stehen dann auch die klassischen Knorpeltherapien zur Verfügung, die wir vom Knie kennen, wie eine Mikrofrakturierung. Dabei werden kleine Löcher in den Knochen gemacht, um eine Einblutung zu erzielen. Das sind diese Stammzellen dann, ne? Genau. Oder bei großen Knorpelknochenschäden muss man zum Teil auch den Knochen mit Knorpel ersetzen halt. Und das dann deutlich aufwendiger halt. Und es gibt auch Prothesen für Sprunggelenk, ne? Es gibt Prothesen, es gibt Mini-Prothesen bei kleinen Defekten, es gibt große Prothesen, dann aber bei der Arthrose, also wenn das Gelenk komplett verschlissen ist halt. Also für ganz große Schäden. Genau. Wie haltbar sind die da unten am Fuß und für Bewegung? Ja, sind schon ein bisschen limitiert von der Haltung. Deswegen sagt man auch beim jüngeren Patienten, jünger heißt vielleicht 40, 45 mit Arthrose, da wird eher eine Versteifung des oberen Sprunggelenkes gemacht halt, weil die Prothesen, die man später macht, so mit 60, 65 Jahren, um die 10 Jahre halten vielleicht, 10, 15 Jahre, das ist dann schon sehr lang halt. Und gerade beim jüngeren Menschen, der noch sehr viel Anspruch hat, viel Belastung hat, ist die Lockerungsgefahr doch zu hoch. Früher hat man, glaube ich, häufiger mal versteift, wo diese ganze Technik noch nicht da waren. Macht man das heute zum Teil auch noch, wenn es besonders... Ja, versteifen tut man, ne? Genau. Also man versteift halt, wie gesagt, beim jüngeren Patienten, der noch anspruchsvoll ist, halt, der vielleicht noch mal klettern will, halt, der auch mal auf den Fuß fällt. Da hält die Prothese einfach nicht. Bleibt nicht der Fuß dann einfach in einer Position? Ja, das untere Sprunggelenk kann kompensieren halt. Ne? Man kann das, es gibt Kletterer, es gibt Weltklasse-Kletterer, die damit schwerste Schwierigkeitsgrade klettern halt, mit einem versteiften Sprunggelenk halt. Wie funktioniert diese OP? Also jetzt zum Beispiel Mikrofrakturierung oder wenn Sie da Knorpeltransplantation machen. Wie sieht das aus? Muss da alles geöffnet werden? Kann man das auch mit dieser Schlüssellochtechnik machen? Das kann man minimalinvasiv mit dieser bekannten Arthroskopie-Schlüssellochtechnik machen, genau. Gerade diese Mikrofrakturierung, die geht da sehr einfach halt und wirklich sehr schonend halt über kleine Schnitte. Wenn das größere Schäden sind, können das auch Großoperationen, durchaus Großoperationen werden halt, die dann offen durchgeführt werden und nicht mehr minimalinvasiv gehen, ja. Kommen wir zum Schluss noch vielleicht zur Vorbeugung. Was kann ich tun, wenn ich merke, ist ein bisschen schmaler da unten, ich knicke häufiger um? Ja, das Wichtigste ist wirklich eine gute Physiotherapie halt. Sich Übungen zeigen lassen, Wackelbrett, Stabilisierungs-, Koordinationsübungen halt. Und ich sage auch allen Patienten vor einer operativen Stabilisierung, was man machen kann. Man kann operativ stabilisieren. Probieren Sie erstmal mindestens über ein halbes Jahr eine wirklich gute Physiotherapie mit Eigenübungen halt. Damit bekommt man viele Patienten beschwerdefrei und auch stabil. Jetzt gibt es auch immer verschiedene Richtungen, sage ich mal, was man machen sollte. Die einen sagen, hohe Schuhe tragen, wo alles fest ist. Andere sagen, nee, die brauchen viel Bewegung, damit die Muskeln eben stabiler werden. Ja, ist eine Kombination halt. Ne? Natürlich, wenn das Sprunggelenk auch wirklich sehr instabil ist, können hohe Schuhe dazu führen, dass das Sprunggelenk stabil ist im Alltag halt. Wenn ein Patient zum Beispiel sagt, ich möchte mich jetzt nicht operieren lassen, halt, wenn es sehr extrem instabil ist. Wenn man natürlich ständig hohe Schuhe trägt und diese Mikrobewegung weniger hat, lernt natürlich auch der Körper nicht damit umzugehen. Das heißt, kann natürlich passieren, wenn ich jetzt einmal keine hohen Schuhe trage und diese Stabilität auf einmal fehlt, dass ich dann umknicke. Das ist immer so eine Gratwanderung. Also eine Kombination aus Barfußlaufen, sage ich immer, auch in der Wohnung, am Strand ist immer gut, um die Muskeln zu trainieren, um die Koordination zu trainieren halt. Man kann nicht alles über hohe Schuhe oder auch Orthesen verhindern. Kann man alles zu Hause machen oder im Fitnessstudio kann man ja auch so ein bisschen. Kann man auch machen, wenn man sich vorher die Übung zeigen lässt, halt am besten von einem Fachmann, Physiotherapeut, der sich da auskennt. Herr Professor Vogt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ihnen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei ATV Gesundheit. Wiedersehen.